Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge vom Projekt Ark Survival Evolved. Natürlich immer noch hier am Start mit unserem Sandmann. Hallöchen. Ja, und ja, wir sind auf etwas Großem Genau. unterwegs. Wir haben einen Bronto-Sattel. Ja. Weil wir haben gestern Ark gestreamt. Richtig. Tatsächlich, das müssen wir mal dabei sagen. Richtig, ja. Das haben wir. Digga. Egal, läuft hier los. Ja. Dam, 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 dam. Aus der Innenperspektive siehst du null, wo der hinlatscht, ne? Ja, weiß. Ja, von dem gestrigen Stream kommt auch das lustige Vieh, was ich auf meiner Schulter sitzen habe, was ihr leider gerade nur bei Wesel sehen könnt. Ja. Weil ich kann außerhalb eines Sauriers nicht mehr in die andere Ansicht, warum auch immer. Komisch. Es ist schon seltsam. Oh, hier sind ein paar Äste aus. Aber sie laufen einfach mal gekonnt durch. Ja, Aber was können? der Baum ist weg. Yay. Der Baum ist gefällt. Wir setzen den Wiese mal hier ab. Nicht hier abstürzen, okay. Ja, wir sind hier die Wasserleitungen. Ach ja, stimmt. Da wolltest du doch hin. Jojo. Zack. Dankeschön. Autsch. Pronto beeilt sich. Pronto beeilt sich. So. Aber siehst du, wir wären jetzt schon am Schwimmen. Der hat gerade mal die Knöchel nass. Ja. Ist wohl so wahr. Ah, komm. Mache ich meine übliche Farmrunde hier. Metall und Steine und später auch Holz für Diesel. Und siehst du uns laufen? Bestimmt nicht, ne? Nein, absolut nicht. Also. Den kleinen lustigen Vogel da unten, den habe ich mir irgendwann gezähmt. Wenn man einem über den Weg laufen, kriegt Wiesel auch einen. Yay. Weil der schützt super vor den blöden Vögeln. Vor den blöden Vögeln. Also wie so, guck mal, wo ich lauf. Wo Ich sehe das. es. Alter. Unterm Bronto ist gerade Hackschnitzel machen angesagt. Ja, ich sehe es. Dein Vogel, der regelt. Der legt sich gerade mit zwei Vögeln an. Ich sehe es. Mal sehen. Wer gewinnt? Gucken, ob er packt. Find's schade, wenn nicht. Oh ja, das wäre ultra schade. Ah, er kommt aber zurück zu dir. Oder? Nee, doch Au! nicht. Au! Vor allem greifen die Säcke den Bronto an. Oh. Vögel. Klauen mir verdorbenes Fleisch, was mir noch egal ist. Ja, das glaube ich dir. Ein Vogel ist weg vom Fenster. Cool. Alter, hier geht's ab. Yay. Au! Ja, supi. Supike. Wo ist der Vogel? Ist der Vogel gestorben? Und Ich wenn ja, glaube wo? ja, der ist gestorben, der ist ins Wasser gefallen. Das Mistvieh hat mir nämlich meine Armbrust geklaut gehabt. Toll. Hast du gut gemacht, Vögelchen. Braves Vögelchen, brav. Hat er mal souverän geklärt. Und Arschbombe! Einfach mal vom Bronto ins Wasser. Ja. Kann man ja mal machen. Ja. So, und ich reiße hier gerade unsere Wasserleitung wieder ab. Mann. Doch.
Kann man hier in dem Loot alles Schönes drin? Steinwerkzeuge. Brauchen wir eigentlich nicht. Nein. Obwohl, da ist liegt eine Steinaxt drin. Die nehme ich einfach mal mit. Ersetzt ihr durch meine Metallaxt, dann kann die Steinaxt nämlich kaputt gehen. Okay. Weil die kann ich danach wegwerfen. Okay. Kein Ressourcenverbrauch bei uns. Richtig. Kein Ressourcenverbrauch ist immer gut. Immer so. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Dumme ist, mit der Axt kriege ich nicht ganz so viel Metall raus. Pronto. Ist gut. Wo ist eigentlich mein Vögelchen? Wow. Komm mal wieder auf Papas Schulter. Aber der Bronto macht ja gar keinen Krach, wenn er rennt, ne? Nein, gar nicht. Bronto, könntest du dich etwas leiser bewegen? Und sei nicht schon Trampeltier, die Erde bebt. Echt mal. Ignoriert mich. Ah ja. So, wo habe ich den anderen jetzt da? Wo war das andere Ding? Wein und Holz auf das da, ne? Ja. Gucke ich gleich, dass ich Holz am Mann kriege. Also wir haben jetzt schon 5, 6, 6, fast 6 Stacks Narkobirnen. Das Aus ist gut. den Früchten, also hier aus den Samen, die ich Naja. angepflanzt hatte. Narkobären sind gut. Ah ja. Autsch. Weil ich finde es einfach so geil, dass das Campfire von der ersten Folge nicht verrottet oder so. Naja. Weil wegen Vernachlässigung. Oh, ja. Bronto, lieber Bronto, nur beweg dich etwas leiser. Echt mal. Musst du doch da hinten stapfen, oder? Ja, also hier oben höre ich ihn jetzt gerade nicht mehr. Achso, du bist am Lager. Ja, ich bin oben, weil ich jetzt erstmal wieder Gelumpe holen muss. Wie dringend ist die Steinlieferung denn? Warte mal, ich guck gerade mal, wie viele Steine wir noch hier haben. Ja, wir müssen die anderen Schränke unbedingt auch umsortieren, einsortieren. Ja. Naja, es wäre schon schön, wenn du ein paar Steine holst. Aber ich würde sagen, Holz ist ja dringlicher, würde ich sagen. Erstmal. Ja gut, dann Weil kämpf. wenn ich jetzt unten am Wasser bin, kann ich auch noch Steine sammeln, so ist ja nicht. Naja, ich baue den Stein ja mehr eigentlich mehr wegen dem Metall ab im Moment. Ja. Nee, ist richtig. So, was wollte ich denn machen? Achso, ich wollte Zeug mitnehmen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, habe ich denn. Obwohl. Nee, so viel brauche ich nicht mehr. Nee, ich überlege bloß gerade, wegen den Leitungen, die ich jetzt unten baue. Hallo. Aber ich denke mal, das sollte reichen vom Stein her. Ich habe ja noch ein paar Rohre hier über. Also, Ja. ja. Bloß eins muss ich neu machen. Jetzt muss ich überlegen. Zack. Aha, eins dahin. Ach so, für Leute, die es interessiert, warum ich noch immer noch nicht überladen bin.
Wir haben den Super Stack Mod aktiv. Und der stackt ja wesentlich höher. Ja. Das haben wir aus dem. Haben wir wirklich aus einem Ressourcengrund gemacht. Hör doch schon wieder so ein Vieh. Wollen wir. Was? Cool, ich hab meinen Kleinen gerade nur in die Richtung geworfen. Und er hat nicht Gold. Okay. Ja. Ah, wisst ihr. Ganz brav. So. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wo bist du? Kommst du da bei Papa an die Schulter? Also, das Tierchen ist echt mega praktisch. Das glaube ich. So, ich gehe dann mal ein paar Bäume hacken. Ja, hack mal Bäume. So, ein paar Steine genommen. So, dann bauen wir uns davon. Eins, zwei Stück. Da fehlt uns dann wieder Holz. Ja, dann. Dann haben wir schon mal vier. Das Ding haben wir. Wie viel von denen haben wir jetzt? Ja, einen großen Stack haben wir schon im Haus, ne? Vom Holz, ja. Ja, ja. Gut. Ich weiß ja nicht, wie dringend du Holz brauchst. Ja, nicht so extrem dringend, aber... Ja, mit Holz haben wir eigentlich fast immer eine Knappheit, ne? Ja. Weiß der Geier warum, aber Holz geht uns irgendwie immer aus. Du bist erschöpft. Wo sind denn meine ganzen Kleinen? Ach, hier sind ein paar. Ach so, die sind hier jetzt so. Ja, ja, ich war eben ein bisschen Fleisch organisieren. Ah. Ja, ich muss mich mal eben in einem Moment ausruhen. Keine Ausdauer mehr zum Schlagen. Da kann ich ja gleich ganz viel Narkosemittel herstellen, ne? Mhm. Yay, weil Gammelfleisch haben wir mehr als genug. Ja, das stimmt, das haben wir wirklich. Wir müssen dann bloß mal irgendwann sehen, aber obwohl, du hast doch den großen Dicken dabei. Ach nee, da wirst du aber nicht rankommen, ne? Die Steinleitung, die nach oben geht, die müsste man irgendwie mal noch wieder abreißen. Nur ich komme von unten nicht dran, dass wir die wieder... Ja, probieren wir gleich einfach. Hm. Was bist denn du eigentlich für ein hübsches Tier? Du bist ein... Nee, ach nee, du bist ja nicht der... Ja, ich würd dir sagen, ich gehe mal da gucken, wo ich sie im Singleplayer das letzte oft gesehen habe. Hm. Da möchte ich aber ehrlich gesagt alleine nicht hin. Ja gut, ja. Da ist es ziemlich sumpfig. Muss ich mehr sagen? Nein. Jawohl, das war ja gestern sowieso die Brüller-Aktion schlechthin, ne? Ja. Achso, und was ich meinte, was ich gerne mal probieren würde, bauen würde, ist ein Basilisk. Ein Basilisk. Der frisst zwar übelst Metall, 300 für die Herstellung. Okay. Ist was wie eine riesige Armbrust. Halt gut effektiv gegen große Dinosaurier. Hm. Was ich dann schon irgendwo ein bisschen geil fände. Bei dem, was wir gestern so alles an der Base rumlaufen hatten. Ja, das ist wohl wahr. So, was macht ihr denn jetzt? Kommt mal her. Kommt mal her, ja. Lasst Papa mal arbeiten, danke. Komm mal her. Na komm. Also ihr seht schon, wir behandeln die Tiere wie unsere eigenen Kinder. Ja, auf jeden Fall. Sie beschützen uns. Sie würden ihr Leben für uns geben. Das würden sie. So, du bleibst auch hier stehen und hast auch ein Level up. Arschbommel. So. Nehme ich auf dem Weg zu dir das Metall noch mit? Hm. Ja, der Bronto läuft mir wieder hinterher. Ich merk's. Vibrations alles. Bronto, wenn du merkst, du wirst angegriffen.
Geh doch aus dem Wasser raus. Oder schlag einfach mal mit dem Schwanz. Echt nur. Das sollte helfen. Habe ich mir sagen lassen. Ja, ein Hieb und die Angreifer sind down. Naja, deswegen. Nur das Effektivste ist es wirklich vom Bronto aus ins Wasser zu springen. Dann brauchst du nicht so zimperlich da runtergehen. Okay. Ja, bloß. Hast du immer gleich überall Wasser? Dass du von dem da einfach mit dem. Nee, nee, das ist ja das Problem. Na komm, eben hast du es doch so super gemacht. Hast doch direkt den Vogel weggeholt. Mist wie! Oh, ja, der Bronto hatte den Vogel gerade zwischen. Oh. Das ist gut. Nicht gut für den Vogel. Nee. Aber gut für Bronto. Gut für Bronto. Hört doch schon wieder flattern. Ach so, ja, ha, kein Wunder, das ist mein Kleiner, der da flattert. Siehst du mal. Da wundere ich mich, dass das irgendwo flattert. Nee. Ich komm näher. Yeah. So. Oh, was bist du denn? Ein Otter. Oh, wie süß. Können wir sowas brauchen? Das ist auch einer, den kannst du dir auf die Schulter setzen. Cool, ja, was tut er? Ich glaube, der ist gut für Unterwassersachen zu sammeln. Okay, na dann ja, dann will ich ihn haben. Wie war das jetzt hier? Halte für mehr Optionen. Nimm einen Fisch zum Füttern. Ja. Ein Fisch, den wir nicht haben. Jawohl, ich habe doch hier eben irgendwo Fische gekillt. Ach so. Das ist gut. Aua. Manu. So, wo haben wir denn jetzt? Weil ich denke mal, der ist ganz praktisch für Unterwassergeschichten. Ja, müssen wir mal gucken. Da geblieben. Ich hab jetzt rohes Fleisch aus einem Fisch. Ist die Frage, ob das auch giltet. Weil ist ja eigentlich Fisch. Und jetzt muss ich ihn nur noch wiederfinden. Da bist du. Bleib doch mal stehen. Bondo. Wo kann ich nicht zielen? Ah, nicht, ich wollte den Scheiß fressen. Ne, ich hab keinen Fisch. Der ist aber so süß. Das glaube ich. Aber ich hab keinen Fisch. Tut mir leid, Wiesel. Toll. Aber ich denke nur, dass der wirklich für Unterwassersachen gewesen wäre. Keine Ahnung, dass der Muscheln sammeln kann oder so. Ja, gut. Apropos Wasser. Ich könnte ja auch rein von der Theorie ein Floß bauen, ne? Ja, rein theoretisch wäre wenn, das praktisch wenn dir das möglich. Irgendwie mal hilft. Ja, ich weiß schon nicht, wie weit mir das helfen tut. Aber ja, schon mal eine Idee. Weil die Ölsachen von Unterwasser, die siehst du auch über Wasser. Ja, gut, aber ran, wie komme ich dann an das Zeug ran? Das weiß ich auch noch nicht. Das siehst du. Ja, klar, das ist schon mal der Anfang. So, achso, ich wollte doch wieder mal hier ein bisschen was rausnehmen und dafür da wieder mal. So, arbeiten kann. Also ich bringe auf jeden Fall ein bisschen Metall mit. Das ist gut. Und Feuersteine, jede Menge. Yay.
Aber auch in einem großen Stack. Yay. Der Bronto, der Bronto, der Bronto. Ja. Der stapft nur ein bisschen. Aber nur ein ganz, ganz wenig. Vielleicht sollte man Skillpunkt auf Ausdauer setzen. Eventuell. Und ich sollte nochmal Happen essen. Happen essen? Bronto, habe ich dir jetzt eben mein Fleisch gegeben? Hat mir so ein Drecksvieh echt das Fleisch geklaut? Von Unverschämtheit. Siehst du mal. Ach, du hast noch 6 Leder bei dir. Ich komme. Ja. Ja, die Wasserleitung ist zu niedrig für den Bronto. Toll. Das ist schlecht. Gemütliches Reisen. Bei Bronto Air. Wir bringen sie immer ans Ziel. Ja. Sicher und bequem. Naja, gut. Ja, trifft ja beides zu. Ja, stimmt. Von der Geschwindigkeit reden wir nicht. Nein. Das sollten wir schleunigst nicht tun. Willst du mal in den Bronto reingucken wegen den Stacks? Ja, warte, ich guck, ne? Ich will bloß fix mal hier unten mein Feld ein. Guck dann, was ich brauche für das Boot. Für das Bötchen. Ich brauch Fasern, ich brauch Holz, ich brauch Leder. Haben wir alles da. Okay. Erstmal 30 Meter tief fallen. Ich brauch dat, ich brauch dat. Und ich brauch. Warum ist hier Metall drin? Warum ist hier Metall drin und nicht in der Schmelze? So, ich pflanze mal ein bisschen Mais an. Jo. Und natürlich wieder unsere Narkobären. Mais kann man bestimmt irgendwo für brauchen. Ja. Weiß nur noch keiner wofür, ne? Rate mal wofür. Für Kuchen. Ja. Glaube ich zumindest. War das Mais? Also auf jeden Fall Karotten, das will ich. Ah doch, Mais auch. Ja. Also ich habe Karotten und Maissamen. Also ich habe beides. Da fehlen das uns ist jetzt, schon mal. Da fehlen uns jetzt nur noch so ein paar Zutaten. Anno. Was scheißt du hier auf dem Boden, Mann? Damn dir! Dein komischer Vogel. Was? Ja, der auf deiner Schulter sitzt. Da den hat der mich angeschissen, die Sau? Ja. Alter Potsau. So, hol ich mal den Stein. Also wie gesagt, wir müssen aber erst definitiv die alten Stacks aufbrauchen. Naja, na klar. Also ich baller jetzt auch schon mal wieder Holz in die Schmelze, weil ich habe etwas über 300 Eisen mitgebracht. Okay. Wo soll ich die Narkobären hin tun? Am besten schmeißt du sie direkt rein. Gut. Solange ich noch ein bisschen Platz für Gammelfleisch drin habe, ist alles okay. Oh ja.
So, das Holz wird nicht ausreichen, um den Stahl zu schmelzen. Siehst du mal. So, ich wollte bei ihm mal reingucken, ne? Mhm, wegen den Stacks. Ja, gut. Das lässt sich sehen. Ja, ne? Das lässt sich sehen. Wenn wir das direkt richtig einsortieren, ist unser Holzproblem damit eigentlich ja, ziemlich erledigt. Also ich sortiere das gleich ein. Das ist nett. Das wird ein Weilchen dauern. Hier ist auch noch gar kein Fleisch drin. Pronto. Wollt nicht aufsteigen. Jung. Also ich weiß, wenn du vom Bronto runterfällst, gibt es erstmal Damage. Ja. Das lass mich raten. Lagerfeuer hat dann nichts mehr zu brutzeln, also hat es nur noch gebrutzelt. Nur noch Kohle produziert. Ja. Könnte so sein, ja. Die wir aktuell nicht wirklich verbrauchen. Nein. Für Feuerstein hast du noch nichts extra gemacht, ne? Nein, soweit bin ich noch nicht gekommen. Nein. Gut. Bleib da hinten, bleib da hinten. Ich wollte gerade sagen. Ups. Ups. Holz. Hab ich dabei, rein zufällig. Siehst du mal, aber nur rein zufällig. Ja, ja. So, jetzt bin ich noch gerade selber. Stein. Hab ich auch. Rein von Zufall welches mit. Haben wir hier Stroh. Und Fasern. Dann hole ich Stroh und Fasern da vorne raus und sortiere das hier hinten schon mal ein. Ja. Dann haben wir den Schrank nämlich wieder frei für die Holzkohle, sage ich jetzt einfach mal blöd. Ja. Können wir die Ordner da drinnen auch entfernen? Oder willst du lassen? Ja, ich würde sie lassen. Meine, die Schränke, die reiße ich dann eh ab. Wenn sie ja. Lassen. Ja gut, willst dann hier drin alles. Hier oben auf, ja. Ja gut, Holz haben wir jetzt erstmal. Ja. Okay, Fasern leer. Dun, 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 der Fasern- und Strohschrank ist leer. Sehr gut. Dann kannst du ihn abreißen. Erstmal muss ich das Stroh wegpacken. Ach so. Dann pack mal das Stroh weg. Und ich hatte mal nachgeguckt, das Buchregal kann zwar mehr packen, allerdings ich habe da warum auch immer nichts reinlegen können. Ach also so. Es kann sein, dass einfach nichts reingeht. Dass das bloß für Bücher ist. Ja. Was der Name ja schon sagt, Bücherregal. Richtig. Aber man weiß ja nie. Naja. Achso, hier habe ich jetzt auch noch Material rausgekriegt. Ah. Ja, du kriegst beim Abreißen trotzdem nochmal Material zurück. Die Stimbeeren, brauchen wir davon auch immer mal welche, oder? Eher nicht, ne? Eher nicht, gut. Nee, weil ich den Samen ja hier habe. Weil, sind wir ehrlich drin, wenn wir zähmen, dann sammeln wir eigentlich immer spontan da, wo wir gerade zähmen. Ja, wie gesagt, deswegen, weil ich den Samen habe, sonst hätte ich da mal ein Feld angelegt. Macht es Sinn, noch eine kleine Kiste in das Althaus zu stellen für Werkzeuge? Ach, nö, eigentlich nicht. Also, naja, gut, das Haltehaus bleibt ja erstmal noch so halbwegs stehen. Kannst eben. Du also, wenn es ist, noch Werkzeug nicht tun, ja. Ich würde es nämlich auch eigentlich stehen lassen. Stört ja nicht. Nee, wenn, da würde ich es bloß umbauen, dann von Stroh auf Stein. Weißt du, dass das dann
Was Stein ist, aber sonst. Der Rest bleibt stehen. Brauchte ich denn nochmal für ein Kistchen? Sofa. Ich hab keinen Bock, das Zeug jetzt uns zu holen. Ich nehme statt Werkzeug eben mit mir rum. Genauso wie diese Perlensachen und die Perlen, das Kreatin. Sollte man auch gucken, dass das langsam umzieht. Ja, das sowieso. Dass wir in der kleinen Hütte dann, sag ich mal, wirklich nur noch Werkzeug haben. Oh oh. Weißt du? Naja. Ich weiß, wie du meinst. Das ist schön. Schön, dass du weißt, was ich meine. Ja. Ich weiß es ja selber selten. Boah, Alter, was scheißt denn ihr hinter mir zusammen, ey? Erst der erste, dann kommt gleich kurz danach der nächste, du. Meine Güte, da war es ja nicht wahr. So viele Scheißhaufen braucht auch kein Mensch. Nee, ne? Nicht so recht. Wo sind. Was? Digimon, was machst du da hinten? Digimon? Ja. Hab ich was verpasst? Der eine hier heißt doch Digimon. Von den, ja. Von den Kleinen. Stimmt. Ja. Jetzt komm mit. Komm auch Jans mit. Aber irgendwie. Ich habe 4 mit Rot. Nee, warte mal, habe ich 4 oder 3 mit Rot? Nee, ich habe 3, ja gut. Aber Digimon, was machst du dort? Du hast da nicht zu sein. Ich habe gesagt, folgen, du bleibst hier stehen, Mann. Meine Fresse. Komm ran jetzt auf den Meter. Bleib jetzt stehen da. LKWs Hintern steht in der Luft, die hinter beide. Sieht interessant aus. Naja. Als wäre auf einmal ziemlich kopflastig geworden. Leder, eine Lederbude haben wir auch noch nicht, ne? Nein. Ach, ich bin schon wieder am Verrecken, weil ich Durst habe. Toll. Ja, stimmt, ich muss ja drunter laufen. Natürlich der Nachteil, dass du die ganze Leitung abgerissen hast, ne? Ja, ich weiß. Oh. Boah. Alter. Gleich bin ich am Verrecken, weil ich am Verhungern bin. Ich muss unbedingt gleich Fleisch besorgen gehen. Ja. Ich glaube auch. Wen nehme ich denn dafür am besten mit? Ah, ich finde schon einen, den ich mitnehmen kann. Ja, gut, so. Und sonst nehme ich die 2 Schildkröten mit. Die sind zwar nicht sehr flink. Naja, gut. Aber sie geben sich Mühe. Ja. Kann ich nichts gegen sagen. Boah, die ganze Holzkohle, ne? Mhm. Die Holzkohle brauchen wir doch im Leben nicht. Ja, selten, würde ich jetzt behaupten. Ach ja. Ich schmeiß dir mal ein Paket Holzkohle entgegen. Toll. Warum? Was will ich damit? Weiß ich nicht. Warten auf die Spawn. Ah, da hat mein Typ schon wieder so eingeht, ne? Aber die Rüstung ausziehen hilft Tatsache auch. Ja, aber ohne Rüstung rumlaufen ist in der Tat manchmal ein bisschen ungut. Im Lager macht das nicht viel, sag ich mal. Nee. Lang wie du im Lager bist. Jetzt gleich auf Fleischsuche werde ich die auch wieder anziehen. Mhm.
jeden Fall muss ich das Fleisch am Wasser entlang suchen. So. Na dann kommt mal, Jungs. Kommt. Wir laufen mal ein bisschen am Strand entlang. Ach, drei von den Kleinen stehen ja noch hier oben. Na ja, klar. Kann ich die noch mitnehmen? Dann nehme ich die doch mit. Hat den Vorteil, die zerlegen das vielleicht sogar direkt. Siehst du? Und ich nehme meinen rumblöckenden Bronto Parama mit. Erhalten, folgen. Komm, du kannst doch schon wieder Level up. Ja? Daniel, willst du mal zu mir kommen? Hier steckt so ein schöner Dino gerade, der backt gerade fest. Ein Triceratops. Willst du den haben oder willst du den einfach nur fressen? Nee, also wenn, wir haben doch den Sattel, glaube ich, dafür, ne? Ja, wir müssten, kann sein, dass wir einen haben. Naja, dann, also dann will ich ihn haben, als, so als Tier und nicht, dass meine Leute. Warte, ich tue aber ja, gerade mal. Ich deaktiviere die gerade auch. Damit die hier nicht anfangen. Oder warte mal, oder ich gehe mit denen ein Stückchen weg, weißt du? Ja. Dann gehe ich mit den Stückchen weg. Ja, zack. So, kommt Jungs. Die wollen die nicht mitkommen. Doof manchmal, aber ich. Ja, scheiß doch einfach. Ja, weil sie es wieder deaktiviert hat. Ich krieg die Krise. Ah, nein! Ja, nee, dafür ziehe ich die Rüstung aber dann wieder an. Wenn der mich erwischen sollte. Ja, das wäre nicht so gut. Weil er scheint wieder frei zu sein. Na ja, super. Er macht nichts. Ja, er ist so wieder frei. Und er wandert in unsere Richtung. Vielleicht nicht mehr. Muss nur gerade den Felsen hier mal abbauen. Wenn ich mich frei bewegen kann. Danke, Parasauro. Ich weiß, dass da ein Triceratops steht. Und gute Nacht. Sehr schön. Ja, was das Schießen angeht, bin ich mittlerweile relativ geübt. Tue ich auch so selten. Ja. Oh, Kartoffeln habe ich jetzt auch noch gekriegt als Samen. Das ist gut. Sehr gut, kann ich gleich anbauen, sehr schön. Ach, ich bin schon wieder am Verdursten. Schon wieder. Wir sind aber mitten am Wasser, ne? Also. Naja, ich hab grad einen Umweg über das Wasser gelaufen. Ach. Will die Bären nicht rausholen? Ich will die reintun.
Es liegen jetzt auch noch Samen drin. Ich kann dir nur nicht sagen, welche, weil es wird mir nicht mehr angezeigt, was was ist. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Hab die Samen gerade rausgenommen. Weil das bringt uns ja nicht. Aber die kann man ja später wieder reinpacken. Richtig. Wenn er getämt ist. Ja. Oh, oh. Mach mal bitte ganz schnell eine Abmod. Oh. Oh, ja, meine lieben Freunde, ja, wir machen jetzt hier mal ganz kurz einen Cut. Wir haben gerade schon ein wenig überzogen. Minimal. Hust. Aber das ist, weil das Game einfach so Spaß macht. Richtig, das ist, da guckt man hier für Zeit. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Einschalten, dabei sein. Ja, würde mich freuen, wenn wir wieder in der nächsten Folge mit euch rechnen können. Ja, und mit dem, ja, in dem Sinne, ja, gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Ich sag ciao. Ja. Bis demnächst. Jo, genau. Ich sag auch noch tschüss.